Frau Präsidentin, Herr Minister, die Rede der Kollegin Reiter veranlasst mich, noch einmal an das Rednerpult zu gehen. Und es ist sehr ärgerlich, ja, sag's nur gut, ich werde das jetzt hören. Es ist sehr ärgerlich, wenn die Kollegin Reiter behauptet, Einzelfall. Wir haben lauter Einzelfälle. Dieses Jahr schon 8 Einzelfälle. Voriges Jahr 10 Einzelfälle, die permanent aufgedeckt werden, wo wir permanent Zustände haben in Stellen, die wir einfach, wenn wir verantwortungsvolle Menschen sind, so nicht hinnehmen dürfen, meine Damen und Herren. Das kann doch nicht sein, dass wir sagen, wenn Tierquälerei passiert, wenn Tiere verhungern in den Stellen, wenn Schafe und Ziegen verwest in den Ställen liegen, wenn Kühe fast bis zum Bauch in ihrer eigenen Gülle stehen, wenn Schweine verwest sind, wenn wirklich hier Hühner überfahren werden, als Beispiel, das dürfen wir nicht hinnehmen, da dürfen wir nicht von Einzelfällen reden. Und da würde ich wirklich die Verantwortung von euch verlangen, dass ihr sagt, wir wollen das nicht, wir haben zu schauen, dass es diese Landwirte nicht mehr gibt. Das wäre die richtige Ansage gewesen, aber nicht zu sagen, wir verunglimpfen den ganzen Stand. Nein, wir verunglimpfen den ganzen Bauernstand nicht, sondern wir wollen, dass diese schwarzen Schafe nichts mehr zu tun haben. Denen gehören die Tiere weggenommen, ich sage das mit aller Klarheit und Deutlichkeit. Denen gehören die Tiere weggenommen, das ist Tierquälerei sondergleichen. Und wer das nicht als Tierquälerei sieht, der kann er mit Menschen nicht gut umgehen. Und anscheinend gehört sie da dazu. Als nächster zu Wort gemeldet, Herr Abgeordneter Georg Strasser.